Und damit willkommen zurück bei Spoilerwarnung unter dem neuen Das Lied von Eis und Feuer bzw. Game of Thrones Video. Heute mal zu Arya Stark, meiner Meinung nach dem interessantesten Charakter aus dem Hause Stark, zumindest während der Haupthandlung. Ich persönlich muss aber sagen, ich bin auch nicht der allergrößte Stark-Fan, aber ich weiß, dass viele von euch die Starks lieben und ich mag sie natürlich auch, aber es ist nur so, dass ich andere eben mehr mag. Nichtsdestotrotz, die Starks sind das wohl wichtigste Haus mitunter. Und natürlich deshalb auch Arya Stark, die aber eine sehr spezielle Stark ist und auch eine sehr eigene Story hat, die auch ein wenig abseits vom Haus Stark im Allgemeinen sich abspielt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich sie so gern habe. An der Stelle, das Ganze bezieht sich auf die Bücher. Ich werde aber auch auf alle Unterschiede zur Serie eingehen, hin und wieder kommentieren und gerade am Ende auch mein Fazit ziehen, was gute Unterschiede sind, was schlechte Unterschiede sind oder im Allgemeinen halt, was ich darüber denke. Ihr kennt das Format, denke ich. Falls nicht, dann lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Kommentiert gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ihr könnt euch gerne weitere Videovorschläge wünschen und das auch in jeglicher Form. Also wir haben eine Menge Formate. Und wenn ihr neue Ideen habt, dann wir erwähnen gerne in die Kommentare. Könnt uns aber auch gerne via Instagram, Link in der Videobeschreibung, ein Feedback zukommen lassen. Sowohl zu GOT als auch allen weiteren Themen, die wir so behandeln. Wir behandeln nämlich eine Menge Serien, Filme, Comics, Bücher und dergleichen. Alles, was das Nerdherz so begehrt. Also fühlt euch frei, uns zu kontaktieren. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, lasst den Winter kommen. Passt doch gut zur kalten Jahreszeit. Wenn ihr das Video erst im Sommer schaut, dann freut euch darüber. Ich muss gegenwärtig noch einige Zeit darauf warten, dass wieder Sommer wird. Wir dürfen uns erstmal auf Halloween und Weihnachten freuen. Ist aber auch nicht schlecht, denke ich mal. Und passt auch gut zum Hause Stark und dem Winter. Was die Namen betrifft, ich werde das Ganze größtenteils auf das Deutsche beziehen. Werde dabei aber auch ein wenig variieren, da ich bei manchen Begriffen eher den englischen Namen drauf habe oder im Kopf habe und bei manchen eher den deutschen. Das Ganze variiert da, wie erwähnt, und ich bin da relativ flexibel, also wundert euch nicht, das Ganze wird, wie erwähnt, ein wenig variieren. Ich glaube aber größtenteils versuche ich da beim Deutschen zu bleiben, weil das erstens ein deutscher Kanal ist und ich die deutschen Namen teilweise sogar irgendwie cooler und mittelalterlicher finde. Aber ich denke mal, das macht hier auch nicht einen Riesenunterschied. Und ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, also lasst den Spaß beginnen. Arya Stark ist das dritte Kind und die zweite Tochter von Lord Eddard Stark und Lady Caitlyn Tully aus Winterfell. Wie ihre Geschwister träumt sie auch manchmal, dass sie ein Schattenwolf sei und kann somit auch eine Waagverbindung eingehen. Ihr eigener Schattenwolf heißt Nymeria, in Anlehnung an die große royanische Kriegerin Nymeria. Sie ist eine Hauptfigur, auch ein POV-Charakter genannt oder auch Point-of-View-Charakter, also ein Charakter, aus dessen Augen wir auch Game of Thrones mitbekommen, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer. Sie ist der Charakter mit den drittmeisten Kapiteln hinter Tyrion Lannister und Jon Snow und ist tatsächlich auch die einzige Figur, die Kapitel in jedem einzelnen Buch hat, also mindestens ein Kapitel pro Buch. Das Ganze hatte ich zwar nicht unbedingt so auf dem Schirm, aber es stimmt tatsächlich und das ist auf jeden Fall ziemlich krass. An der Stelle mal eine kleine Zusammenfassung, welche POV-Charaktere wir so haben und wie viele Chapter sie bereits vorkamen. Zum einen Eddard Stark mit ganzen 15 Kapiteln, Catelyn Stark mit 25 Kapiteln, Sansa Stark mit ebenfalls 25 Kapiteln, Arya Stark mit 34 Kapiteln, Brandon Stark mit 21 Kapiteln, Jon Snow mit 42 Kapiteln, Daenerys Targaryen mit 31 Kapiteln, Tyrion Lannister mit 49 Kapiteln, Theon Graufreud mit 14 Kapiteln, Davos Seewert mit 13 Kapiteln, Samuel Tarly mit 10 Kapiteln, Jaime Lannister mit 17 Kapiteln, Cersei Lannister mit 12 Kapiteln, Brienne von Tarth mit 8 Kapiteln, Arya Hota mit 2 Kapiteln, Aerys Eichenherz mit einem Kapitel, Ariane Martell, seine Liebhaberin, mit 4 Kapiteln, Asha Graufreud mit 4 Kapiteln, Aeron Graufreud, auch Feuchter genannt, mit 3 Kapiteln, Victarion Graufreud, sein Bruder, mit 5 Kapiteln, Quentin Martell, ein absoluter Lappen meiner Meinung nach, mit 4 Kapiteln, John Connington mit 2 Kapiteln, Barristan Selmy mit 6 Kapiteln und Melisandre mit einem Kapitel. Das Ganze macht den Eindruck, den wir von vielen Charakteren haben, sehr interessant. Ich meine, an sich sehen wir alles relativ neutral, so wie es ist, aber es wird uns quasi beschrieben, wie der Charakter Dinge sieht. Also Joffrey sehen wir hauptsächlich durch die Augen von Tyrion. Wir sehen Stannis Baratheon hauptsächlich durch die Augen von Davos Seewert. Robb Stark hauptsächlich durch die Augen seiner Mutter, also Catelyn. Und das Ganze ist halt sehr interessant, da man halt hier somit viele Charaktere hat, die zwar sehr relevant sind,
Aber diese sehen wir halt eben durch die Augen anderer Charaktere, die vermeintlich weniger wichtig zu sein scheinen. Das gibt meiner Meinung nach manchen Charakteren mehr Präsenz in der Serie, beispielsweise Tywin Lannister oder Tywin Lannister. Aber es hat definitiv auch seine Vorteile. Das Gute am Ganzen ist halt, dass die Charaktere auch alle verschiedene Ausdrücke haben und man somit sich an verschiedene Orte und auf verschiedene Zeiten gleichzeitig befinden kann, wenn man das Buch liest. George R. Martin kann auch wenige Kapitel zurückgehen und beispielsweise ein Bran-Kapitel umschreiben und das Ganze hat auf die Jaime Daenerys und Victarion-Kapitel, die darauf folgen, keinen Einfluss. Also ist der schreibtechnisch schon ziemlich gut gemacht und man hat eben die POV von vielen Charakteren, nicht nur wie beispielsweise bei Harry Potter einfach nur die von Harry. Wobei man dann durchaus ein Stück weit biased ist, also man hat hier schon verschiedene Eindrücke. Ich finde, noch mehr POV-Charaktere wären teilweise cool gewesen, aber es ist schon ziemlich gut so. Teilweise auch sehr interessant, beispielsweise man sieht nichts aus Baelish Augen, man erlebt alles quasi durch Sansa in erster Linie. Man merkt aber sofort, was Baelish tut und kann selbst sich direkt einen Eindruck verschaffen, weil Sansa sieht alles, aber sie verarbeitet Dinge anders als wir. Also wir bekommen zu hören oder zu lesen quasi, was sie denkt, aber wir wissen natürlich, das Ganze ist nicht so. Oder ist nicht wirklich der Fall meistens. Und wir können da natürlich weiterdenken, aber das Ganze macht es wenig auch so interessant. An der Stelle musste ich ein Stück weit ausschweifen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Also machen wir dann direkt mal weiter, würde ich sagen. Zu Beginn von Das Lied von Eis und Feuer ist sie 9 Jahre alt. Und zum aktuellsten Zeitpunkt, also Buch 5, also A Dance with Dragons, ist sie ungefähr 11 oder 12 Jahre alt, also die Geschichte ist bereits ungefähr seit 3 Jahren am Laufen, also 3 Jahre und ein paar Monate kann man sagen. Als einziges Kind neben Jon Schnee ähnelt sie eher ihrem Vater als ihrer Mutter aus dem Hause Tully. Sie hat Eddards langes Gesicht und braunes Haar, das immer aussieht wie ein Vogelnest. Sie hat außerdem die grauen Augen der Starks. Arya ist ein gewitztes Mädchen, das es liebt zu kämpfen und Dinge zu erkundschaften. Ganz im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Sansa. Arya würde gerne lernen, wie man mit einem Schwert umgeht. Oder bei einem Turnier reitet, ganz zum Schrecken ihrer Schwester, die eine eher traditionellere Vorstellung einer Hochgeborenen hat. Arya mangelt es offensichtlich doch sehr an höflichen Umgangsformen. Sie liebt es, ihrem Vater bei seinen Gesprächen mit seinen Gefolgsleuten zu lauschen oder sich mit den fahrenden Rittern oder deren Kindern anzufreunden. Sie kann sehr stur sein, was man auch daran erkennt, dass sie auf charakteristische Weise ihr Kinn vorschiebt. Auch entwickelt sie teilweise einen unbändigen Zorn, als ihr Vater zum Beispiel eine Woche bewusstlos war, nach dem Überfall durch Jaime Lannister. Caitlin sagt scherzhaft, dass sie eine echte Plage ist, die auch von Fremden für einen Stalljungen gehalten wird. Sie sei halb Junge und halb Wolfsjunges, sie sammelt Schrammen wie andere Mädchen Puppen und wenn man ihr etwas verbietet, wird es ihre Herzensangelegenheit. Auch in Braavos ist der umtriebene, ungefährliche Lumpensammlerhafen ihr liebster Ort, wo sie Menschen und Schiffe beobachten kann. Arya versteht sich besonders gut mit ihrem Halbbruder Jon Schnee, der ihre kampflustige Ader unterstützt. So schenkt ihr Jon Schnee auch ihr eigenes erstes Schwert, welches auch ein tatsächliches Schwert ist. Dieses nennt sie Nadel. Er liebt es, dass sie so wild und eigensinnig ist, sich nie irgendwo einfügt wie er selbst und dass sie ihn immer zum Lachen bringen kann. Sie ist Linkshänderin, ihren Vater erinnert sie an seine Schwester Lyanna Stark, denn auch sie hat das Wolfsblut von aus Stark in sich, das manche Mitglieder des Hauses besonders wild erscheinen lässt. Die Beziehung zu ihrer Schwester Sansa war schon immer schwierig, weil sie so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht, aber im Grunde doch von geschwisterlicher Liebe geprägt war. Nach dem Vorfall am Trident und besonders in der Zeit in Königsmund kommt es aber immer wieder zu heftigen Streitereien zwischen den beiden. Arya liebt die Natur und erkundet sie, wann immer es möglich ist. Sie begegnet Fremden grundsätzlich freundlich. Regeln im Allgemeinen bedeuten ihr wenig. Sie erkundet gerne ihre Umgebung und wird daher auch Arya im Wege genannt. Aryas äußere Erscheinung erinnert eher an das Haus Stark als an das Haus Tully. Sie hat ein langes Gesicht, graue Augen und braune Haare, was sie auch den Spitznamen Pferdegesicht einbrachte. Sie ist dünn und athletisch, sie wird zudem oft für einen Jungen gehalten. Als Kind hatte Arya Angst, dass sie auch ein Bastard sei, weil sie im Gegensatz zu all ihren anderen Geschwistern Jon Schnee am meisten ähnelte. Mit ihrem Schattenwolf Numeria verbindet sie schnell eine enge und liebevolle Beziehung. In Winterfell gehen sie überall gemeinsam hin und Arya lässt Numeria an ihrem Bettende schlafen. Es gibt einige Hinweise, dass auch sie wie die anderen Stark-Kinder ausgeprägte Wagfähigkeiten besitzt. So hört sie bei der roten Hochzeit einen Wolf heulen, wahrscheinlich Grauwind, doch hört sie ihn nicht mit ihren Ohren. In Königsmund wird sie von Albträumen geplagt, in denen sie durch den roten Bergfried irrt, der viel größer erscheint, als er in Wirklichkeit ist. Sie irrt durch die Gänge, ruft nach ihrem Vater, kann seine Stimme aber nicht erreichen. Auf Winterfell wird sie Arya Pferdegesicht oder Arya im Wege genannt.
Als Joren sie in seine Gruppe aufnimmt, gibt er ihr zur Tarnung den Namen Ari, Lommi Grünern gibt ihr den Spitznamen Klumpfkopf, weil ihr Haar so verfilzt ist, auf Haranal nennt sie sich Wiesel, weil ihr nichts Besseres einfällt und sie sich nicht mehr wie ein Junge nennen kann. Lord Roose Bolton stellt sie sich als Numeria vor, aber ihre Mutter habe sie immer nur Nan genannt. Auch der Überfahrt nach Braavos nennen die Männer an Bord der Tochter des Titans sie die Salzige, weil sie in Salzwann an Bord gegangen ist. Weitere Spitznamen sind Grüntaube, eine graue Maus, ein Schaf und der Geist von Haranal. Als die Maus von Schwarz und Weiß eine Zeit lang blind war, nennt sie sich selber die blinde Beth. Also ja, Arya hat ganz schön viele Namen und wahrscheinlich kommen noch einige dazu. Wobei ihr Ziel ja im Endeffekt ist, niemand zu sein. Ihre Brüder Rob und John erlauben sich einmal einen Scherz mit ihr, als sie noch klein war. Rob führte Sansa, Arya und Bran in die Gruft von Winterfell, wo er ihnen von den Geistern der Verstorbenen erzählte. Dann stieg der mit Mehl bestreute John aus einem der Gräber, Bran klammerte sich an Robs Bein, Sansa lief schreiend zur Treppe zurück, aber Arya erkannte John und trat ihm vor Schienbein. Anschließend mussten alle lachen und das zeigt auch wieder, was für ein Charakter Arya hat. Als Rob und Jon Schnee die 6 Schattenwolf-Welpen finden und mit nach Winterfell bringen, sind Arya und Sansa sofort vernarrt in ihre beiden Welpen. Sie ist anwesend, als ihr Vater Lord Eddard Stark König Robert Baratheon und seinen Hofstaat auf Winterfell begrüßt. Arya verlässt die Nähstunde bei Septa Mordaine, bei der auch Prinzessin Mycella anwesend ist, weil sie sich mit Sansa streitet. Draußen beobachtet sie zusammen mit Jon Schnee, wie die Stark-Brüder und die Prinzen von Königsmund sich miteinander im Schwertkampf üben. Tage später reist sie mit ihrem Vater nach Königsmund, wo er sein neues Amt als Hand des Königs antritt. Auf dem Weg dorthin freundet sie sich mit dem Schlachterjungen Maika an, mit dem sie die Gegend erkundet oder sich mit Holzschwertern duelliert. Als Joffrey Baratheon und Sansa die beiden eines Tages bei einem ihrer Ausflüge zufällig entdecken, hilft Arya Maika, der von Joffrey beleidigt und bedroht wird. Numeria beißt dem Prinzen in den Unterarm, als dieser von Maika ablässt und stattdessen auf Arya losgeht und sie schmeißt das fallengelassene Langschwert Löwenfang in den Trident. Arya versteckt sich 4 Tage lang im Wald und wird schließlich von Jory Castle gefunden, der sie nach Derry bringt, von wo aus der Königshof und Eddard Stark nach ihr gesucht haben. Die beiden verjagen Numeria mit Steinen, weil sie wissen, dass der Wolf sonst sterben wird. Arya wird König Robert vorgeführt und dieser bestimmt zunächst, dass Eddard selbst sich eine Strafe ausdenken soll, aber Cersei ist damit nicht zufrieden und fordert den Tod des Schattenwolfes. Als Kompensation für Joffreys Verletzung, stattdessen wird Sansas Wolf Lady zum Tod verurteilt. Das Urteil vollstreckt Eddard Stark selbst, um Cersei ihren völligen Triumph zu vereiteln. Später führt Sandok Legan Eddard noch die Leiche von Maika vor, den er im Wald entdeckt und zu Tode gehetzt hat. Für diese beiden Morde nimmt Arya Königin Cersei und den Hund später auf ihre Hassliste auf. In Königsmund angekommen, darf sie den Turm der rechten Hand auf Geheiß ihres Vaters zunächst nicht verlassen. Sansa zerstreitet sich mit Arya, weil sie ihr die Hauptschuld an den Tod ihres Schattenwolfes Lady gibt. Einige Tage später ärgert sich Arya über eine Anweisung ihres Vaters und weil er schmollend den Speisesaal. Später erscheint Eddard zu einem Gespräch, bei dem er von ihr die Einsicht erlangt, dass die Familie in diesen gefährlichen Zeiten zusammenhalten muss. Außerdem entdeckt er Nadel, nimmt es Arya aber nicht weg, sondern arrangiert Syrio Forell als ihren neuen Fechtmeister, damit sie lernt, wie man mit dem Schwert kämpft. Als ein Rabe aus Winterfell in Königsmund eintrifft, mit der Nachricht, dass Bran erwacht ist, verbringen Eddard, Arya und Sansa eine Nacht im Götterhain der Stadt, um den Göttern zu danken. Sansa träumt dabei von Bran. In der Folgezeit verbringt Arya viel Zeit mit Übungen, die Forell ihr aufträgt. Am Abend des 2. Tages des Turniers der Hand nimmt sie zusammen mit Sansa und ihrem Vater am Abendfest mal teil. Ansonsten bleibt sie dem Turnier fern. Dort fragt sie ihr Vater nach dem Training mit Syrio und der bemerkt, dass sie Fortschritte macht, auch wenn er Syrios Methoden seltsam findet. Er lehrt ihr mit Hilfe von Ballons und Sinnesübungen, ihre Umwelt besser wahrzunehmen. Auch soll sie im Roten Bergfried Katzen jagen, um ihre Geschicklichkeit zu schulen. Eines Tages wird sie dabei von Prinzessin Mycella überrascht, die Arya aber nicht erkennt. Arya flieht durch ein wildfremdes Fenster und noch einige Zeit weiter, bis sie sich endgültig verlaufen hat. In einem Verlies belauscht sie dann zufällig 2 Männer, wahrscheinlich Illyrio Mopates und Lord Varys, die sich über eine Verschwörung unterhalten, die die Rückkehr von Haus Targaryen herbeiführen soll. Während Illyrio feststellt, dass es aber noch ein bisschen Zeit braucht, macht sich Varys Sorgen, dass Eddard Stark noch mehr über Jon Arryns Tod und die inzestuöse Herkunft der Thronfolger herausfinden könnte. Sie beschließen, dass Eddard Stark sterben muss. Zurück bei ihrem Vater erzählt Arya das Gehörte, doch er glaubt, sie habe 2 Mimen belauscht, die sich eine Geschichte ausgedacht hätten. Als Eddard nach dem Überfall durch Jaime Lannister eine Woche bewusstlos ist, besucht sie ihn jeden Tag. Dabei schweigt sie in stiller Wut die ganze Zeit.
Alan ist erstaunt, wie viel Zorn in ihr steckt, und an der Stelle frage ich mich, warum tatsächlich Jamie niemals auf ihrer Liste war. Ich meine, genug Gründe dafür gäbe es. Nachdem Eddard nach dem Überfall durch Jamie Lannister und dem Streit mit König Robert Baratheon wieder als Hand des Königs eingesetzt wird, will er die beiden Mädchen zurück nach Winterfell schicken. Weil es in der Hauptstadt nicht mehr sicher ist, Arya protestiert, weil sie um ihre Trainingsstunden mit Syrio Forell fürchtet. Am Tag ihrer vermeintlichen Abreise erbittet sie noch eine kurze letzte Übungsstunde mit Syrio Forell, bevor sie abreisen. Während dieser Übung erscheint Ser Meryn Trant mit 5 Lannister-Soldaten, um Arya gefangen zu nehmen. Syrio stellt sich ihnen entgegen und ermöglicht Arya so die Flucht. Sie flieht zunächst in die Stele, wo sie zunächst einige tote Starkmänner findet und dann Nadeln, mit dem sie einen Straßenjungen ersticht, der sie fangen will. Anschließend flieht sie in den Raum mit den Ungeheuern, den sie bereits kennt. Varys erzählt Eddard im Kerker des Roten Bergfrieds, dass Arya fliehen konnte. Niemand weiß, wo sie sich befindet, was Eddard zunächst einmal beruhigt, denn er weiß, wie sehr Joffrey sie seit dem Vorfall am Trident hasst. Nach den Verhandlungen zwischen Catelyn Tully und Lord Walder frei, stellt dieser Bedingungen an Robb Stark, damit er mit seiner Armee den Trident überschreiten darf. Unter anderem soll Arya Stark Lord Walders jüngsten Sohn Aemar Frey heiraten. Wenn sie sicher wieder nach Winterfell zurückgekehrt ist, Arya lebt in Königsmund auf den Straßen von Flohloch, vom Jagen von Tauben. Sie kontrolliert jeden Tag die 7 Stadttore und sucht nach einem Weg, die Stadt zu verlassen. Aber die Tore werden streng bewacht. Eines Tages hört sie eine Glocke der großen Septe von Baelor und folgt den Massen auf dem Platz vor der Septe, wo ihr Vater Eddard Stark vorgeführt wird. Aus der Ferne beobachtet sie, wie er seine Schuld eingesteht und wider Erwarten dann doch von König Joffrey zu Tode verurteilt wird. Als sie in ihrer Verzweiflung versucht, mit Nadeln nach vorne zu kämpfen, wird das Urteil sofort von Ser Aelyn Payne vollzogen. Schließlich trifft sie auf Joran von der Nachtwache, der sie festhält und sich ihrer annimmt. Er zerrt sie in eine Seitenstraße, schneidet ihr mit einem Dolch das verfilzte Haar ab und sagt, er werde sich mit ihr in den Norden begeben. Dann besteht er darauf, dass er sich als Junge ausgibt und sich Arryn nennt. Auf dem Weg in den Norden kommen ihnen viele Kriegsflüchtige entgegen. Außerdem lernt sie Jaqen H'ghar kennen, der als Schwerverbrecher zusammen mit Beißer und Rorsch nur angekettet transportiert wird. Eines Tages wird Jorans Gruppe von Goldröcken eingeholt, die nach Gendry suchen, obwohl Arya zunächst denkt, dass sie nach ihr suchen. Joran entscheidet, den Königsweg zu verlassen, um westlich um das Götterauge herumzugehen. Auf diesem Weg treffen die Rekruten auf ein ausgebranntes Dorf, wo sie das Waisenmädchen Wiesel finden. Da sie mit den Wagen im Fluss südlich des Götterauges nicht überqueren können, reisen sie am Fluss entlang Richtung Norden, bis sie die verlassene Stadt am Götterauge erreichen. Joran teilt 4 Gruppen ein, die die Stadt durchsuchen sollen. Arya sucht mit Gendry, heiße Pastete, Lommi und Wort nach Booten, um damit den See zu überqueren, allerdings vergeblich. Am Abend verbarrikadiert sich die ganze Gruppe im Bergfried der Stadt. In der Nacht erscheint Ser Aemery Lorch mit etwa 200 Lannister-Männern und brennt die Stadt nieder. Als Joran ihnen den Zutritt zum Bergfried verwehrt, greifen die Männer an. Nach einem heftigen, aber kurzen Kampf werden Jorans Männer überwältigt. Arya, Gendry, heiße Pastete, Lommi und Wiesel können aber durch einen geheimen Fluchtweg aus dem Bergfried fliehen. Vorher wirft sie den 3 Gefangenen im Wagen noch ein Beil zu, damit diese sich befreien können. Am nächsten Tag kehren sie zur Stadt zurück und finden Haujok, Tabar und Kurz als einzige Überlebende, die sich im Wehrturm verschanzt haben. Gemeinsam ziehen sie nach Norden durch die Wälder, dann stirbt Kurz und Haujok und Tabar verschwinden unter dem Vorwand, jagen zu gehen. Als sie auf ein Dorf stoßen, entscheiden sich Gendry und Arya, das Dorf auszukundschaften. Gendry wird von Männern von Ser Gregor Clegane gefangen genommen. Arya scheitert bei einem Versuch, ihn zu befreien. Auch heiße Pastete wird gefasst und Lommi wird getötet, weil er nicht mehr gehen kann. 8 Tage werden sie in dem Dorf festgehalten, wobei jeden Tag Verhöre stattfinden und Menschen dabei sterben. Dann marschieren sie alle nach Harrenhal, wo sie von den Gevatterinnen Amabel und Hara gewaschen werden. Und dann wird Arya zu Wies geschickt, dem Unterhaushofmeister des Klageturms, eines der 5 Türme von Harrenhal. Im Klageturm muss sie Handlangerarbeiten für Wies erledigen, vor allem putzen, aber auch Botengänge verrichten, sodass sie einiges erfährt. Neben Klatsch über die Lords der Westlande auch, dass sich Gefangene des Nordens in der Burg befinden, von denen der hoffnungsvollste Lord Medgar Kervin ist, der allerdings bald an seinen Wunden stirbt. Dann erlebt sie, wie der blutige Mummenschanz in der Burg einzieht und wenig später auch Ser Aemery Lorch mit seiner dezimierten Truppe, der sich aber Rorsch, Beißer und Jaqen H'ghar angeschlossen haben. In der folgenden Nacht weckt Jaqen H'ghar Arya und erklärte, dass sie dem roten Gott 3 Leben gestohlen habe, als sie gerettet hat, und dass er diese Schuld für sie ausgleichen werde, wenn sie ihm 3 Namen nennt. Als wenig später auch Ser Gregor Clegane mit seinen grausamen Männern nach Harrenhal zurückkehrt, wird sie Zeugin, wie Chiswick einer seiner widerlichen Geschichten über eine Vergewaltigung erzählt, woraufhin sich Jaqen seinen Namen nennt.
Drei Tage später ist Chiswick tot, als zweiten Namen nennt Arya Jaqen Vees, der sie nach wie vor schlägt und ungerecht behandelt. Am Tag, als Lord Tywin mit seinem Heer aus Harrenhal ausmarschiert, wird Vees von seinem eigenen Hund angefallen und getötet. Arya fällt allerdings auch auf, dass sie die falschen Männer töten lässt. Viel eher hätte sie Lord Tywin oder einen seiner Kommandanten umbringen lassen sollen. Wenig später kommt Varga Hoth mit 100 Männern aus dem Norden als Gefangene nach Harrenhal zurück. Die tapferen Kameraden haben sie angeblich bei der Überquerung des Trident überrascht. Arya sucht nach einer Möglichkeit, die Nordmänner zu befreien. Gendry verweigert ihr aber seine Hilfe. Doch sie kann Jaqen erpressen, ihr zu helfen. Noch in der Nacht befreien die beiden zusammen mit Bysar und Rorsch die Nordmänner, die die Burg übernehmen. Es stellt sich heraus, dass Varga Hoth eine geheime Vereinbarung mit Lord Roose Bolton geschlossen hatte. Und die tapferen Kameraden die Seite gewechselt haben. Jaqen wechselt vor Arya sein Gesicht und will sich verabschieden. Doch Arya fragt, ob sie das auch lernen könne, will aber nicht sofort mit ihm gehen. Jaqen schenkt ihr eine Münze und sagt, wenn sie ihn jemals suchen wolle, müsse sie die Münze einem Mann aus Braavos geben und ihm die Worte Valar Morghulis sagen. Dann verabschiedet er sich. Arya wird am nächsten Tag wegen ihrer Rolle in der Befreiung der Nordmänner belohnt. Sie wird Mundschenk von Lord Bolton und nennt sich fortan Nahn, die Kurzform von Numeria. Sie dient Lord Bolton als Mundschenk und erfährt so einiges vom Krieg. So sind fast alle Freys der Meinung, dass Robb schon verloren habe, seit sich die Häuser Lannister und Tyrell zusammengetan haben und Stannis die Schlacht am Schwarzwasser verloren hat. Lord Bolton scheint das nicht sonderlich zu beunruhigen, nachdem Arya erfährt, dass er die Burg an Varga Hoth übergeben und in den Norden zurückkehren will, plant sie die Flucht nach Schnellwasser und kann Gendry und heiße Pastete überreden mitzugehen. Sie stehlen Schwerter, drei Pferde und Proviant in der Nacht, tötet Arya eine Wache und die drei reiten fort. Sie reiten zwei Tage ununterbrochen Richtung Norden, bis sie die erste Rast machen. Dabei träumt Arya einen Wolfstraum, in dem sie Numerias Körper mit ihrem Rudel vier Verfolger der tapferen Kameraden tötet. Drei Männer der Bruderschaft ohne Banner namens Tom aus Siebenbächen, Angai und Sid finden die drei beim Gemüseklauen in einem verlassenen Garten am Trident. Sie bringen sie zum Gasthaus zum knienden Mann, welches übrigens nach Torrhen Stark benannt ist, wo Arya auf Harwin aus Winterfell trifft, während heiße Pastete in dem Gasthaus bleibt. Weil er das Reisen satt hat und er dort als Bäckerjunge arbeiten kann, erzählen sich Harwin und Arya, wie es ihnen ergangen ist seit den Tagen in Königsmund. So erfahrt Arya, wie sich die Bruderschaft und der Banner gebildet hat. Als sie begreift, dass sie nicht nach Schnellwasser bringen, sondern zu Lord Beric, versucht sie auf ihrem Pferd zu fliehen, wird aber von Harwin eingeholt. Sie besuchen Lord Limon Lichester in seinem Bergfried, die Lady des Laubs in ihrem versteckten Dorf, einen Septon in Sturmtanz, den Geist von Hochherz und schließlich Lady Ravella Kleinwald in Eichenhall, die ihnen einen entscheidenden Hinweis geben, wo sie Lord Beric finden. Auf dem Weg findet Arya heraus, dass Nordmänner aus dem Haus Karstark Jaime Lannister suchen und dass es das Gerücht gibt, dass ihre Mutter Caitlyn ihn freigelassen habe. Als sie Steinsäpte erreichen, erzählt Harwin Arya von den Heldentaten ihres Vaters während der Schlacht der Glocken. In Steinsäpte finden sie ein Dutzend Nordmänner, die vom verrückten Jägersmann in schmalen Eisenkäfigen aufgehängt worden sind, weil sie im Becherfall während ihrer Suche nach Jaime Lannister vergewaltigt und getötet haben. Drei der Gefangenen leben noch und Arya gibt ihnen aus Mitleid Wasser, doch Angai tötet die drei mit Pfeilschüssen, weil er der Meinung ist, dass sie nicht weiter gequält werden sollen. Anschließend kehren sie im Viersich ein, wo Alraune sie willkommen heißt. Am nächsten Tag kehrt der Jägersmann mit einem Gefangenen in die Stadt zurück, nämlich Sandor Clegane, auch der Bluthund genannt. Arya, Gendry und Sandor werden mit verbundenen Augen in den hohen Berg gebracht, wo sie auf Thoros von Myr und Lord Beric Dondarrion treffen. Sie sorgen dafür, dass Sandor wegen des Mordes an Maika angeklagt wird und wird Zeugen, als Sandor Clegane in einem Urteil durch Zweikampf Lord Beric Dondarrion besiegt und sogar tötet, bis dieser von Thoros von Myr wieder zum Leben erweckt wird durch die Hilfe des Roten Gottes. Roose Bolton behauptet gegenüber Jaime Lannister, dass er Arya in seiner Gewalt habe. Arya und Gendry beobachten aus der Ferne, wie die Bruderschaft ohne Banner eine Gruppe der tapferen Kameraden in einer Septe in den Flusslanden überrascht und besiegt. In der folgenden Nacht erzählt Lord Beric ihr von seinen Toten und später in der Nacht schließt sich Gendry der Bruderschaft als Schmied an, was Arya sehr enttäuscht. Dann erscheint Sandor Clegane und fordert sein Gold zurück, verschwindet aber direkt wieder. Wenig später erreichen sie erneut Hochherz, wo sie Beric, Thoros und Sid belauscht, wie der Geist von Hochherz ihnen Neuigkeiten aus dem Reich erzählt. Als sie Arya wittert, ruft sie sie herbei, erschrickt dann aber vor ihr, weil sie angeblich den Tod bei ihr riechen kann. Am nächsten Morgen reitet die Bruderschaft in ein nahegelegenes Dorf. Auf dem Weg dorthin erzählt Edric Arya die Gerüchte um seine Tante Ashara Dain.
und ihren Vater und dass seine arme Villa die Mutter von Jon Schnee sei. In der folgenden Nacht läuft Arya weg, nachdem Toros in den Flammen gesehen hat, wie Schnellwasser von den Lannisters belagert wird und Beric daraufhin entscheidet, dass sie erst einmal in Eichenhall Unterschlupf suchen werden. Schon 50 Schritte von dem Lager der Geächteten entfernt ergreift Sandor Clegane Arya und reitet mit ihr davon. Sie reiten durch die Flusslande und überqueren bei Eggingen mit einer großen Fähre den überschwemmten Trident. Auf der Nordseite eröffnet Sandor Clegane ihr, dass er sie zu ihrer Mutter, zu den Zwillingen bringen werde, um ein Lösegeld für sie einzustreichen. Nach einiger Zeit erreichen sie die Zwillinge, indem Sandor Clegane an den Bauern seinen Karren stiehlt und sich verkleidet. Als sie das Lager der Nordmänner vor der Burg erreichen, hält Arya Ausschau nach Starks, sieht aber zunächst nur Fremde. Clegane will sie direkt zu Robb bringen. Robb und ihre Mutter Catelyn sterben auf der Roten Hochzeit. Kurz vor den Toren der Burg erleben Sandor und Arya, wie eine Freya mit das Lager der Nordmänner angreift und die Festzelte in Brand steckt. Drei Ritter kommen auf ihren Karren zugeritten, aber Sandor kann alle drei erschlagen. Als Arya trotz allem in die Burg zu ihrer Mutter laufen will, schlägt Sandor sie ohnmächtig. Nach dem Massaker auf den Zwillingen findet Sandor und Arya ein herrenloses zweites Pferd, das Arya Memme nennt, weil es genauso weggerannt ist wie Sandor und sie. Arya träumt ständig davon, ein Wolf zu sein, und in einem Traum zieht sie im Körper des Wolfes den Leichnam ihrer Mutter aus dem Trident, sodass sie sich nun sicher ist, dass sie tot ist. Sie reiten in die Mondberge und leben ein paar Wochen in einem Dorf, wo Sandor für die Unterkunft arbeitet, aber sie können nicht nach Hohenner gelangen, weil die hohen Pässe schon zugeschneit sind. Also kehrt Sandor wieder um und will nach Schnellwasser zu Ser Brynden Tully, obwohl Arya lieber zur Mauer zu Jon Schnee will. Lord Tywin Lannister verkleidet indes ein mageres Mädchen aus dem Norden als Arya Stark, nämlich Jane Poole, und schickt sie mit einer Delegation der Nordmänner zu Lord Drus Bolton, wo sie mit Ramsay Schnee heiraten soll. Cersei erklärt dem kleinen Rat später, dass es sich um Jane Poole handelt, die als Arya verkleidet wurde. Arya und Sandor treffen im Gasthaus am Kreuzweg auf drei Männer von Ser Gregor, als sie vom grünen Tal kommen, Polliver der Kitzler und ein Knappe. Der Knappe macht sich über Sandor lustig, obwohl die anderen beiden versuchen, ihn davon abzuhalten. Vom Polliver erfahren sie, dass Joffrey tot ist, Sansa Stark geflohen ist und dass die Lannisters ein Mädchen gefunden haben, das Arya sein soll. Schließlich kommt es zum Streit und während Arya den Knappen ausschaltet, setzen der Kitzler und Polliver Sandor mächtig zu, bis der Polliver schließlich töten kann. Als der Kitzler Sandor 7 auszuweichen versucht, ersticht Arya ihn von hinten mit einem Messer. Anschließend sticht sie noch minutenlang auf ihn ein und wiederholt dessen Vernehmungsfragen, die er bei der Folter auf Harrenhal verwendet hat. Anschließend nimmt sie Polliver Nadel ab und gibt dem Knappen damit den Gnadenstoß ins Herz, wie Sandor ihr es beigebracht hat. Sandor ist schwer verwundet und sie reiten noch zwei Tage Richtung Salzwand, ehe sich der Bluthund nicht mehr am Pferd halten kann. Eine Wunde an seinem Bein hat sich fürchterlich entzündet. Er fordert Arya auf, auch ihm den Gnadenstoß zu geben. Sie aber sagt, er habe ihn nicht verdient und rettet einfach weiter. In Salzwand verkauft sie Memme und will sich von dem Geld eine Schiffüberfahrt nach Ostwacher der See kaufen. Doch der Kapitän des einzigen Schiffes im Hafen sagt, er fahre nur nach Braavos. Und Arias Geld reiche auch nicht aus. Erst als sie ihm die Eisenmünze Jaqen A'ghaz zeigt und die Worte Valar Morghulis spricht, bietet der Kapitän ihr ehrfurchtsvoll eine Kajüte und die Überfahrt an und erwidert mit Valar Dohaeris. Arya segelt an Bord der Tochter des Titans oder Captain Ternesio Teres nach Braavos, da der Kapitän sich nicht überreden lässt, ihn nach Ostwacher an der See zu bringen. Während der Überfahrt meiden manche Matrosen Arya, andere schenken ihr Alltagsgegenstände wie einen Silberlöffel, einen Schlapphut oder Handschuhe. Einige zeigen ihr auch, wie man Seemannsknoten macht. Arya freundet sich mit Ternesios jüngstem Sohn Denio Teres an. In Braavos angekommen, weist der Kapitän seinen Sohn Yorko Teres an, Arya mit dem Ruderboot in die Stadt zu bringen. Er setzt sie am Haus von Schwarz und Weiß ab. In dem Tempel beobachtet sie einen weinenden Mann, der am Becken in der Mitte des Tempels sitzt. Ohne die Bedeutung zu wissen, reicht sie ihm einen Becher des schwarzen Wassers. Dann erscheinen die Heimatlose und der gütige Mann, der Arya auf die Probe stellt, indem er ihr sein Gesicht zeigt, das nur aus einem verwesten Schädel zu bestehen scheint. Unbeeindruckt kommt Arya seiner Forderung nach, ihm trotzdem einen Kuss zu geben, und sie versucht sogar den Wurm zu essen, der aus seiner Augenhülle hervorgekrochen kommt. Der gütige Mann nimmt sie auf und gibt dabei sogar zu verstehen, dass noch nie jemand versucht hat, den Wurm zu essen. Also Arya ist schon ziemlich crazy. Arya lebt sich im Tempel ein und muss verschiedene Arbeiten verrichten, ansonsten darf sie sich frei bewegen. Allerdings darf sie das Haus nicht verlassen oder in das dritte Untergeschoss gehen. Der gütige Mann gibt ihr die Aufgabe, ihre alte Identität abzulegen, was Arya zunächst sehr schwer fällt, nachdem der gütige Mann mitbekommen hat, dass Arya jeden Abend ihre Todesliste herunterbetet. Will er wissen, was er mit den Namen auf sich hat, dann erklärt er ihr, dass nur der vielgesichtige Gott über Leben und Tod entscheiden darf. Er verlangt nach wie vor von Arya, dass sie ihr altes Ich aufgibt, und dazu soll sie all ihre Habseligkeiten aufgeben. Zunächst fällt Arya dies schwer,
Aber eines Tages schleicht sie sich nachts hinaus zum Kanal und wirft all ihre Schätze und Kleider ins Wasser außer Nadel, das sie unter einem lockeren Stein auf der Treppe zum Haus versteckt. Dann erzählt ihr der gütige Mann etwas über den Ursprung der Gilde der gesetzlosen Männer und über den ersten Mann ohne Gesicht, der bei den Sklaven unter den 14 Flammen dem ersten Mann das Geschenk der Gnade gewährt hat. Der gütige Mann bestimmt, dass Aria als neue Novize erst einmal die Sprache der Bavrosi lernen soll. Das übernimmt die Heimatlose und als Gegenleistung soll Aria ihr die gemeine Zunge beibringen. Die Heimatlose lernt wesentlich schneller als Aria und nach einiger Zeit beginnt sie zusätzlich ein Spiel. Die erzählen sich abwechselnd Lügen und Wahrheiten und der andere muss erraten, ob die Aussage stimmt. Die Heimatlose erkennt Arias Aussagen fast immer, während Aria stets nur redet und gelegentliche Zufallstreffer landet. Außerdem soll Aria üben, die Muskeln ihres Gesichts besser zu kontrollieren. Nach einiger Zeit schickt er Aria zu dem Fischhändler Brusco, um die Sprache noch besser zu lernen. Als Samuel Tali in den Gasthäusern des Lumpensammlerhafens vergeblich nach Deron sucht, trifft er vor der Katzenherberge auf Tero und seinen Freund Orbello, die sofort Streit mit ihm suchen, bis sich Aria alias Katz aus den Kanälen einmischt und die beiden verscheucht. Sie würde gerne mehr von Sam erfahren, doch als sie ihm sagt, dass sie den Sänger, den Sam sucht, im Hafen der Glückseligkeit gesehen habe, hat Sam es plötzlich eilig. Im Bruscos Haus schläft sie mit den beiden Töchtern Brea und Tela in einem Raum unter dem Dach, was ihr gut gefällt, weil es wohlig und warm ist. Jeden Morgen fahren sie mit Brusco und seinen Söhnen zum Fischmarkt, wo Brusco den Morgenfang begutachtet und sie dann die ausgewählten Fässer und Kisten zum Boot schleppen. Tagsüber verkauft sie dann Schalentiere mit einem Handkarren im Lumpensammlerhafen. Dort lernt sie viele nützliche Dinge. Der Beutelschneider Rogo bringt Aria bei, wie man mit einem Fingermesser umgeht, um sich zu verteidigen und wie man damit Menschen den Münzbeutel aufschneidet, ohne dass sie es merken. Die beiden Brüder Gileno Dothare und Gilero Dothare zählen bald ebenso zu ihren Freunden wie Taganaro mit seinem Seehund Kaso, Federkiel und der Zauberkünstler Kosomo. An jedem Neumond kehrt Aria für 3 Tage zurück zum Haus von Schwarz und Weiß, wo sie dem gütigen Mann 3 Dinge nennen muss, die sie neu gelernt hat. Manchmal sind das nur 3 Worte in der Sprache der Bravosi oder Geschichten, die sie aufgeschnappt hat. Manchmal aber auch echte Geschehnisse aus der Stadt. An diesen 3 Tagen im Monat muss sie wieder im Tempel ihren gewöhnlichen Arbeit nachgehen, wäscht die Toten und zählt Münzen, hilft Oma in der Küche oder dem gütigen Mann oder der Heimatlosen. Eine Zeit lang beobachtet sie den Sänger Dero, der mittlerweile im Hafen der Glückseligkeit wohnt und offen zugibt, dass er von der Nachtwache desertiert ist und nur ein berühmter Sänger werden will. Als Aria und er eines Tages wie zufällig gemeinsam das Bordell verlassen und ein Stück weit zusammen durch die Straße von Bravos gehen, schlitzt Aria ihm in einer dunklen Gasse die Kehle auf. Noch am selben Abend kehrt sie ins Haus von Schwarz und Weiß zurück, weil wieder Neumond ist und erzählt dem gütigen Mann, Aria aus dem Hause Stark habe Deron umgebracht. Sie hingegen sei niemand, der gütige Mann sagt, das sei eine Lüge und gibt Aria einen Becher bitterer Milch zu trinken, dann schickt er sie schlafen, am nächsten Tag ist sie blind. Auch John Schnee erhält eine Nachricht von Ramsay Bolton, in dem er behauptet, bald Aria zu heiraten, genauso wie offenbar der Rest des Nordens. Die Heirat von Jane Poole alias Aria Stark findet in der Burgruine von Winterfell statt, Theon Graufreud ist an dieser Stelle der Brautführer. Nach dem eigenmächtigen Mord an Deron erklärt der gütige Mann Aria, dass sie kein Recht dazu habe, wie ein Gott über Leben und Tod zu urteilen. Als nächste Trainingsstufe nimmt er ihr das Augenlicht, um ihre übrigen Sinne gezielt zu schärfen, was er eigentlich erst ein halbes Jahr später vorhatte. Aria nennt sich fortan blinde Beth und lernt mit der Blindheit zurechtzukommen. Tagsüber muss sie ihre Tätigkeiten im Tempel verrichten und sich blind im Stockkampf gegen einen unbekannten Gegner beweisen. Am Abend bettelt sie im Lumpensammlerhafen und nachts hat sie nun häufig intensive Wagträume von Numeria in dem Fluss landen, als sie mit Hilfe einer Katze und ihren Leibwechslerfähigkeiten dahinter kommt. Dass der gütige Mann derjenige ist, der sie regelmäßig mit dem Stock angreift, gibt dieser ihr das Augenlicht zurück. Eines Abends findet eine Versammlung von 11 Priestern des vielgesichtigen Gottes im Haus von Schwarz und Weiß statt, bei der darüber beraten wird, wer von ihnen verschiedenen Menschen die Gabe des Todes überbringen soll. Aria serviert zusammen mit einem Akolyten Getränke, anschließend will das Pestopfer mit Aria reden und trägt ihr auf, einem Geschäftsmann im violetten Hafen die Gabe des Todes zu überbringen. Nachdem Aria den Mann als Katz aus den Kanälen eine Zeit lang beobachtet hat, gibt der gütige Mann ihr im Allerheiligsten des Tempels im unteren Gewölbe ein neues Gesicht, das eines hässlichen, entstellten Mädchens. Aria vergiftet mit dieser Gestalt den Geschäftsmann auf geschickte Art und Weise, indem sie einen Taschendiebstahl vortäuscht und dem Geschäftsmann so eine vergiftete Goldmünze unterjubelt. Der gütige Mann ist sehr zufrieden, gibt ihr ihr altes Gesicht zurück und übergibt ihr die Robe eines Akolyten. Dann schickt er sie in die erste Lehre zu Isembardo. Womit wir auch am Ende ihrer bisherigen Geschichte sind, als kleinen Bonus zähle ich euch nochmal alle Namen auf, die auf ihrer Liste waren. Und zwar Sandor Clegane, Cersei Lannister, Joffrey Baratheon, Illyn Payne,
Merendrand, Amory Lodge, Gregor Clegane, Rafford, der Kitzler, Chiswick, Polliver, Dunsen und Wies. Wobei ich tatsächlich einige Namen auf dieser Liste vermisse, die durchaus Sinn ergeben würden. Aber gut, ist halt ihre Liste. Man darf auch nicht vergessen, dass Arya noch ziemlich jung ist. Sie ist natürlich weiter als Sansa, die zwar ein wenig älter ist, aber dennoch ist sie sehr jung. Aber jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, dass ich ein wenig über Arya im Allgemeinen rede und auch über die Unterschiede zu Arya aus der Serie und was mir daran gefällt und was mir daran weniger gefällt. Natürlich meine persönliche Meinung. Also was meine Meinung darüber ist zumindest, also die Unterschiede an sich sind halt die Unterschiede, also das hat jetzt nicht viel mit meiner Meinung zu tun. Also was ihre Geschichte bis Braavos betrifft, ist das Ganze an sich relativ ähnlich. Natürlich haben wir in der Serie teilweise einige Unterschiede, beispielsweise ist sie dort kein Varg, dort ist eigentlich nur Bran ein Varg. In den Büchern sind eben alle Vargs. Ich finde sogar eine Sache ziemlich traurig, denn sie erblickt ja noch Grauwind. Und Grauwind ist ja wahrscheinlich in dem Fall Robb Stark, der nach seinem Tod als Grauwind weiterkämpft. Und somit sieht auch Grauwind vor seinem Ableben, also Robb in dem Fall, noch Arya Stark. Und das ist schon eine sehr traurige Szene, wenn man das Ganze vor Augen hat. In der Serie haben wir Numeria nochmal gesehen. In den Büchern wissen wir, dass es einen sehr großen Schattenwolf in den Flusslanden gibt, der umherstreift. Was ihre Familie betrifft, hatten wir in der Serie, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck von ihr. Also ihre erste Szene, wo sie auch mit dem Fall und Bogen besser umgehen kann als Bran, ist auch ziemlich cool. Und ja, ich finde, man hatte relativ wenig Szene mit Caitlin, aber die Szene mit Jon war sehr cool. Mit ihren Brüdern im Allgemeinen und mit ihrem Vater. Ich finde, Ned Stark ist in der Serie durch Jon Bean nochmal cooler dargestellt worden. Und ich mag ihn in der Serie auch mehr. In den Büchern ist Ned Stark jetzt nicht so ein cooler Charakter. Da ist auch teilweise Caitlin, finde ich, deutlich interessanter. Und Caitlin ist auch ein Charakter, der in den Büchern deutlich mehr Screentime hat, da sie als Lady Stoner zurückkehrt. Wir wissen ja indirekt, dass sie durch Arya aus dem Fluss geholt wurde. Also ohne Arya wäre dies wahrscheinlich nie passiert. Und durch die Bruderschaft ohne Banner wurde sie wiederbelebt, also durch Toros von Myr. Und was auch ein Unterschied ist in der Serie, ist, dass sie halt länger mit dem Bluthund unterwegs ist. Und dass dieser mit Brienne von Tarth kämpft. In der Serie ist das ein ziemlich cooler Kampf, der in den Büchern aber so nie zustande kommt. An der Stelle, was denkt ihr, wer gewonnen hätte? In der Serie hat zwar im Endeffekt Brienne gewonnen, aber es war schon ziemlich knapp. Also die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr ebenbürtige Kontrahenten. Und ja, ich denke, in den Büchern würde zwar Sandor wahrscheinlich gewinnen, aber es wäre auf jeden Fall ein sehr harter Kampf. Was ihre Ausbildung in Braavos betrifft, hat man natürlich hierbei unter anderem auch die Rache an Merendrand gehabt in der Serie. Und in den Büchern hat sie eben Daeron umgebracht, den ehemaligen Freund von Sam. Und dieser hat ja auch ihn und Aemon auch im Stich gelassen im Endeffekt, also das Ganze ist durchaus verdient und im Endeffekt hat er ja somit auch ihren Bruder Jon verraten und sie hat ihr Training dort nie wirklich vollendet, also sie hat ihr Training vollendet, aber sie ist halt nicht zum gesichtslosen Mann geworden, zumindest nicht auf die Art. Sie ist Arya Stark geblieben, hat aber nach wie vor ihre Fähigkeiten, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das normalerweise geduldet werden würde, also in der Serie haben wir ja auch Jaqen N'Ghar weiterhin gesehen. Gibt sogar viele Theorien, dass er auch Syrio Forel ist. In den Büchern haben wir Jaqen N'Ghar nicht wiedergesehen, aber dass er der gütige Mann ist, wird mehr oder weniger angedeutet. Aber die Gesichtslosen sind, wie erwähnt, niemand. In der Serie wird sie zwar auch mehr oder weniger niemand, aber sie bleibt auch gleichermaßen Arya Stark. Und bei ihrem Abschied lächelt ja Jaqen N'Ghar sogar, als sie meint, dass sie halt Arya ist. Und ja, ich glaube, wie erwähnt, in den Büchern wäre da eine andere Reaktion darauf, weil ist schon eine sehr mächtige Fähigkeit und sie dürfen die ja auch nicht einfach so willkürlich einsetzen und einen Gesichtslosen zu arrangieren oder anzuheuern, ist auch nicht so einfach, ansonsten wären schon sämtliche Leute in den sieben Königslanden gestorben bzw. umgebracht worden, also das Ganze ist schon sehr kostspielig und je nachdem wie man umbringen will, ist dies wahrscheinlich auch nicht so einfach zu arrangieren, doch es wäre wie erwähnt auch viel mehr bereits in der Richtung passiert. Also das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. Sie hat in der Serie die Rote Hochzeit gerecht unter anderem, neben Sansa und Jon, da sie Walder Freya und die Freys ausgelöscht hat. Sie hat an sich auch einen kurzen Kampf mit Brienne, wo sie auf jeden Fall beeindrucken kann. Sie und Sansa haben Peter Baelish umgebracht in der Serie. Naja, eine sehr umstrittene Szene meiner Meinung nach, aber die kann ich noch schlucken. Was das Ende betrifft, Staffel 8, hat sie den Nachtkönig umgebracht? Allerdings war das Ende im Allgemeinen ziemlich schlecht und sie hat auch ein relativ offenes Ende am Ende, indem sie als Abenteuerin einfach gen Westen segelt und das war's. Also ich finde ihre Handlungen, wie sie sich verhält im Endeffekt auch ein wenig fragwürdig, so wie alles in der achten Staffel. Ich finde der Charakter hätte Besseres verdient.
Ich denke mal, wenn die Bücher weitererzählt werden, dann werden wir eventuell erleben, wie Arya doch zurück zu ihren Wurzeln findet und doch wieder Arya Stark wird. Aber ob sie weiterhin eine Gesichtslose bleibt, ist halt so eine Frage. Also wir kennen sonst niemanden, der diese Fähigkeiten hat oder nutzen darf und die Ausbildung absolviert hat und halt kein wirklicher Faceless Man ist. Aber das würde mich definitiv nicht überraschen. Ich glaube, George R. R. Martin wird da einen ähnlichen Weg einschlagen wie die Serie. Zumindest zunächst kann ich mir das vorstellen. Aber was mit Arya dann gegen Ende passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und allgemein haben wir einige Reunions, die noch ausstehen. Sansa und Arya beispielsweise. Ihre Reunion in der Serie fand ich ziemlich interessant. Und dass Sansa zunächst meinte, was ich durchgemacht, da würdest du niemals überstehen. Und dann hat sie halt rausgefunden, was es mit Arya wirklich auf sich hat. Und am Ende haben die sich doch zusammengetan. Wir hatten die Reunion mit Jon und Arya. Und im Allgemeinen gibt es einige Fragen, die noch unbeantwortet blieben in der Serie. Allerdings finde ich, dass die Serie bis Staffel 6, zum Teil auch Staffel 7, einen guten Job gemacht hat. Staffel 7 ist halt so eine 50-50-Sache, da war viel fragwürdig. Aber Staffel 8 hat eben viele Fehler gemacht und ja, Arya hatte ihre Momente, aber dass Arya den Nachtkönig umbringt und auch so ein bisschen random. Also, es gibt so viele Fehler an der 8. Staffel, also da brauche ich gar nicht mehr anzufangen, welche aufzuzählen. Ich glaube, die meisten von euch wissen da Bescheid. Nichtsdestotrotz, die Serie hat Arya sehr gut dargestellt. Maisie Williams ist eine sehr gute Schauspielerin. Ich finde sie sehr sympathisch. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass sie im Allgemeinen auch eine gute Schauspielerin ist. Sei es in Game of Thrones oder auch in diversen anderen Serien, wie zum Beispiel Doctor Who. Und sie hat sich auf jeden Fall auch gut entwickelt. Sie hat im Allgemeinen auch einen sehr krassen Wandel durchlebt. Und ich finde, sie passt auf jeden Fall ziemlich gut zu Arya Stark von ihrer Persönlichkeit her. Und ja, im Allgemeinen finde ich, dass die Serie mit guten Schauspielern und im Allgemeinen auch einem guten Drehbuch bis Staffel 7, 8 eigentlich gut überzeugen konnte. Also die Serienvariante von Arya gibt schon ein sehr gutes Bild von ihr ab. Und wenn man zuerst die Serie gesehen hat, fällt es einem teilweise auch viel leichter, sich in Arya reinzudenken. Deshalb finde ich auch, die Serie hat einen sehr guten Job gemacht im Großen und Ganzen. Ich glaube, wenn man auch zuerst die Bücher gelesen hat, hat man auch kein Problem hierbei, diese Arya-Darstellung hinzunehmen. In meinem Fall habe ich zuerst die Serie geschaut, also zumindest was Game of Thrones betrifft. Bei House of the Dragon kannte ich natürlich Feuer und Blut bereits, aber im Allgemeinen habe ich kein großes Problem damit, wenn Adaptionen ein wenig von meiner persönlichen Wahrnehmung abweichen, was ich halt so für ein Bild im Kopf hatte von den Charakteren. Und ich bin da ehrlich gesagt nicht so festgefahren, ist aber auch nur meine Meinung. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Mögt ihr Arya? Wenn nicht, warum? Wenn doch, warum? Auch natürlich gerne ausführen. Was ist eure Lieblingsszene von ihr, sei es in der Serie oder im Buch? Ich persönlich muss sagen, eine Serien-Only-Szene, die ich mag, ist die Rache an den Freys. Also die finde ich ziemlich cool. Auch die Reunion mit Jon und Sansa mag ich ganz gerne. Und in den Büchern finde ich natürlich sehr cool, wie sie sich im Allgemeinen weiterentwickelt und sich ihrer Situation anpasst. Ich muss sagen, ich finde es auch interessant, dass in der Serie Arya mit Tywin Lannister eine Menge Szenen bekommen hat, die mitunter die besten Szenen sind. Und Charles Dance ist auch ein sehr guter Schauspieler in Verbindung mit Maisie Williams, einer sehr talentierten jungen Schauspielerin zu dem Zeitpunkt. Fand ich auch eine sehr coole Szenerie. Und gerade weil es Tywin ist, jemand, den man normalerweise selten auch mal amüsiert sieht. Und hat auch Arias Potenzial erkannt und sie auch durchschaut. Aber nicht, dass sie Arya ist. Und das fand ich auch sehr cool. In den Büchern war es halt Roose Bolton. Und Roose Bolton ist halt ein cooler Charakter auf eine gewisse Art. Also kein sympathischer Charakter, aber ein gut geschriebener Gegner so gesehen. Aber ich finde, der gibt mir nicht so viel wie Tywin. Und ich finde, Tywin in der Serie hat noch mal mehr überzeugt, stellenweise, weil man eben mehr von ihm gesehen hat. Und genau das meine ich. Charaktere, die kein POV-Charakter sind, profitieren sehr viel von der Serie. Aber gut, ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann haut gerne ein Hashtag niemand in die Kommentare. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt gerne, ob ihr meine ganzen Bemerkungen hin und wieder mögt oder mein Fazit am Ende. Oder ob ihr lieber nur die reinen Fakten und Zusammenfassungen mögt. Ich persönlich bin ganz gut im Abschweifen und ja, deshalb hat das Ganze auch einen gewissen Podcast-Charakter. Und ja, wir haben eine Menge Formate auf unserem Channel. Neben Zusammenfassungen machen wir auch Rankings, Erklärt-Videos, was wäre wenns und so weiter. Zu eben das Lied von Eis und Feuer, beziehungsweise Game of Thrones und Co. Und ja, da werden wir auf jeden Fall auch zukünftig eine Menge Videos machen. Hoffentlich erscheint auch irgendwann Winds of Winter und der Dream of Spring. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn der Winter da ist, Valladares.